passiert in einem Mafia-Schloss. Der Mafia-Boss Mario will Emilia heiraten, da Odoardo ihm noch einen Gefallen schuldet und er sie liebt. Odoardo, der selbst ein Mitglied der Mafia ist, will dies nicht zulassen und kommt, um Emilia zu retten. Schau da unten. Er läuft da hin und her. Er ist nervös. Er kam mit seinem Lamborghini Gallardo. Da, schau, seine Frau fährt weg. Er wird sich bestimmt für die Rettung der schönen Emilia bei dir bedanken. Und er muss abwarten in seiner Unterwerfung, was wir mit Emilia vorhaben. Was passiert, wenn er Emilia mit sich nimmt? Wenn er sie nicht, an die Regeln hält? Aber Boss, sie fürchten doch nicht diese Kreatur. Du bist wie eine kleine Macaroni auf meinem Teller, Marinelli. Hol ihn zu mir. Meine Tochter wieder, wie? Mario hat sie gefangen und will sie auch noch heiraten. Das darf ich nicht zulassen. Verdammt nochmal! Ich muss sie ihm vermiesen. Das darf nicht sein. Überleg, Eduardo, überleg. Erstmal Ruhe, Eduardo, bleib ruhig. Ich habe noch meine Frau zum Auto gebracht. Sie schickt dann ein neues. Wieso? Es ist nicht richtig, dass sie von Ihnen nach Hause gebracht wird. Aber das wäre doch eine Ehre für unseren Boss. Das geht aber nicht. Sie schulden dem Boss aber noch etwas. Wollen Sie mich drohen? Wie kommen Sie denn darauf? Ich will jetzt meine Tochter. So kommen Sie doch. Der Boss wird darüber entscheiden. Was ein Stronzo! Er missbraucht seine verdammte Macht. Was soll das? Ich werde mich mit Blut rächen. Ich werde keine Gesetze achten. Er hat auch keine. Wieso sollte ich also welche achten? Bastardo! Ich kriege dich und meine Tochter. Ciao, Duan. Schön, dich zu sehen. Bitte setz dich. Was muss passieren, dass ich dich auf meinem Schloss begrüßen darf? Doch keine Vorwürfe jetzt. Ich denke, Sie lassen rufen, wenn Sie jemanden brauchen. Ich denke, es ist unanständig, sich aufzudrängen. Deswegen bitte ich jetzt auch um Verzeihung. Bescheiden, bescheiden. Doch kommen wir direkt zum Wesentlichen. Du wirst deine Tochter sehen, oder? Vielen Dank, aber bitte erlaubt, dass ich Emilia mitnehmen darf. Ich sorge gut für Sie. Und ich werde auch weiterhin für Sie sorgen. Als Ihr Vater weiß ich natürlich, was für Emilia jetzt am besten ist. Ein guter Vater lässt seine Tochter nie im Stich. Tu, was du willst. Was sagen Sie jetzt? Wenn Sie mich so abfordern. Nein, nein. Was habt ihr beide? Nichts, nichts. Wir haben überlegt, wer von uns Recht bekommt. Wieso? Rede, Marinelli. Naja, Sie wissen doch, dass ich nicht gerne über Freunde rede. Um was geht es? Sie wissen doch, dass es Gerüchte gibt, dass Schuldner vor nichts zurückschrecken. So was erzählt man, ja? Und da liegt es natürlich nahe, dass auch unser rechtschaffener Galoppi hier alles für seine geliebte Tochter tun würde. Gut, gut. Aber was weiter, Marinelli? Das frage ich mich auch. Man hat den Verdacht, dass mein Freund hier mit seiner Tochter ausbricht. Wirklich? Dass er seine Schuld nicht begleichen kann. Bist du dir sicher? Natürlich. Wer behauptet so etwas? Du hast recht, Marinelli. Du hast recht. Ja, das verändert die Sache, lieber Eduardo, nicht wahr? Oh ja, Gott. Was ist mit dir? Was hast du? Es ärgert mich, dass ich nicht vorausgesehen habe, was ich da sehe. Weiter nichts. Ich weiß, dass Emilia geschützt werden muss. Deswegen soll sie in einem gnädigen Haus untergebracht sein, bis ich meine Schuld beglichen habe. Sehr gut. In solchen Fällen ist es mir noch zu viel Sicherheit geboten, als zu reden. Daher fürchte ich sogar... Was? Was fürchtest du? Man darf nicht gestatten, dass Emilia vorher gesprochen wird. Sie nicht sprechen? Es wird nötig sein, sie zu trennen. Sie muss isoliert werden. Isolieren? Sicher ist sicher. Es tut mir leid, Odoardo, dass ich darauf bestehen muss, dass Emilia in eine besondere Verwahrung kommt. Besondere Verwahrung? Chef! Boss! Doch ja, freilich, freilich. Ganz recht. In eine besondere Verwahrung. Nicht Boss, nicht... Fass dich, Odoardo, fass dich. Ja, ganz recht.
Du redest wirr. Du verstehst nicht ganz, was er sagt. Du denkst bei dem Wort Verwahrung wohl gar an Gefängnis und Kerker. Ich würde es mir wünschen. Kein Wort von Gefängnis, Marinelli. Wenn Emilia in besondere Verwahrung gebracht werden muss, so weiß ich schon, die Alleranständigste. Die Villa meines Beraters und Freundes. Kein Widerspruch, Marinelli. Da will ich sie selbst hinbringen. Du kennst ihn doch. Und seine Frau. Ja, ich kenne sogar die Töchter des Paares. Aber bitte darum. Emilia muss im tiefsten Kerker verwandeln. Ich verstehe dich nicht, Odoardo. Was kann ich mehr tun? Lassen wir es dabei. Ich bitte dich. Ja, in die Villa meines Beraters. Da soll sie hin. Da bringe ich sie selbst hin. Ich gebe mein Wort darauf. Mach dir keine Sorgen, dabei bleibt es. Du aber kannst machen, was du willst. Es wäre lächerlich, dir etwas vorzuschreiben. Und nun komm, Marinelli. Es wird spät. Wie? Ich darf sie gar nicht sprechen, meine Tochter. Auch hier nicht. Ich lasse mir ja alles gefallen. Ich finde ja alles ganz vortrefflich. Die Villa des Beraters ist natürlich der richtige Ort. Wo bringen Sie meine Tochter hin? Irgendwo anders. Aber ich würde sie gerne noch vorher sprechen. Sie wird wohl nicht begreifen können, warum man sie isoliert. Ich muss sie beruhigen, sie sprechen. So komm. Oh, die Tochter kann auch kommen und zum Vater kommen. Hier unten, 4 Augen. Ich bin gleich mit ihr fertig. Senden Sie sie mir nur. Wiedersehen. Oh mein Gott. Wer ist das? Ist das ein Spiegel? Es ist ein Spiegel. Das bin ich. Mir ist heiß. Dieser Bastard hat es doch nicht geschafft, oder? Hat er wirklich meine Tochter? Solch ein Scheißwetter. Was rede ich denn? Ich will zu meiner Tochter. Nein. Nein. Ich will nicht. Auch sie hat mich verraten. Falsche Schlange. Ich muss hier weg. Falsche Schlange! Sie beschmutzt die Ehre! Die Ehre, ich muss sie retten! Meine, unsere Ehre! Papa, was machst du denn hier? Wo ist Mama? Warum bist du so ruhig? Wieso nicht? Also nichts ist verloren oder alles. Was meinst du, ist wahrscheinlich hier? Alles ist verloren, deswegen müssen wir jetzt zurück sein. Warum fliehen wir nicht? Du bist und sollst in den Händen des Räubers bleiben? In seinen Händen? Und alleine ohne deine Familie. Soll er doch versuchen, er kann mich nicht zwingen. Du, Papa, hilf mir. Ich dachte, du bist so ruhig. Das bin ich ja auch. Aber was heißt ruhig sein? Nichts tun und die Hände in den Schoß legen? Ertragen, was man nicht ertragen sollte? Du redest so weise. Lass mich dich umarmen. Ich habe immer gesagt, dass die Natur die Frau besonders machen wollte. Aber ihr Frauen seid zu fein. Der Boss will ich mitnehmen. Mich wegnehmen, als ob ich keinen Willen hätte. Ich bin wütend. Ich hätte beinahe beide umgebracht. Nein, lieber mich. Das ist kein Spiel. Du hast nur ein Leben. Und nur eine Unschuld und Ehre, die ich verlieren kann. Ich konnte nicht widerstehen, auch früher schon nicht. Du hast nicht über alles Gewalt. Ich bin jung und nicht total dumm. Aber die Familienehre muss bewahrt werden. Für mich, Vater. Gib mir die Knarre. Nein, er hat mich missbraucht. Aber Papa! Tu's nicht! Tu's nicht! Nein, das tust du nicht! Oh, meine Tochter! Ich weiß, der Vater kann das nicht tun. Früher haben die Männer die Ehre von ihnen bewahrt, aber heute... Doch, meine Tochter! Doch! Was ist das? Das siehst du doch! Oh mein Gott! Nein! Was hast du getan? Ihre Ehre und die Familie gerettet! Nicht wahr, meine Tochter? Nein, nein, ich war es! Nein, du sagst jetzt die Wahrheit, bevor du stirbst! Ich habe meinen Vater, meine Tochter stirbt! Gefällt es immer noch? Ich habe keine Angst mehr vor dir! Du bist daran schuld, dass sie gestorben ist! Nein, Marinelli! Du brauchst deine Tat gar nicht! Geh und verschwinde! Reiß nicht, dass ich ein Mensch bin! Muss noch ein Teufel mein Freund sein!
Soy un hombre muy honrado que me gusta lo mejor. A mujeres no me falta ni el dinero ni el amor. Jineteando en mi caballo por la sierra yo me voy. Las estrellas y la luna ellas me dicen dónde voy. Ay, 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 mi amor. Ay, mi morena de mi corazón. Me gusta tocar guitarra. I'm drunk off piña coladas, sailing out of the bay. Made me feel quite so okay. If you're into the dark night, you probably like my cocaine. If you're not into Batman, you probably like what are you doing? I'm drunk off being out of the bay. Never has a mixed drink made me feel quite so gay. Bye, have a beautiful time.